Gestern berichtete ich über diese schändliche Gotteslästerung im Linzer Mariendom. Nun hat sich das Blatt Gott sei Dank gewendet. Der ORF berichtet: Im Linzer Mariendom hat ein Kunstobjekt offenbar so aufgeregt, dass jemand die Statue der gebärenden Maria am Montagvormittag zerstört hat. Sie hätte nur für kurze Zeit im Rahmen einer Kunstausstellung zu sehen sein sollen. Kopf der Statue abgesägt. Zerstört wurde sie am Montagvormittag in einem Vandalismusakt, wie dem ORF Oberösterreich gegenüber schriftlich bestätigt wurde. Konkret wurde der Kopf der Skulptur abgesägt, heißt es von der Diözese Linz. Und so nahm die Gotteslästerung unter den Augen von Bischof Scheuer ein abruptes Ende. Eine großartige Tat dessen, der den Mut hatte, dort einzugreifen und dieser Kirchenschändung ein Ende zu bereiten.